Das 103.7 Unser Ding, Hallberg Open Air 2013. Sie gehören zur zweiten Generation der neuen deutschen Welle. Elektropoppen sich seit etwa 3 Jahren durch die Charts. Aus Keine Zeit wurde damals Glasperlenspiel. Caro und Daniel sind da. Hallo, schön. Herzlich willkommen auf dem Hallberg Open Air 2013. Hallo. Ihr seid mega erfolgreich, es läuft. Da hinten sind auch schon einige Schüler, die freuen sich wahnsinnig auf euch. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, ihr seid noch ziemlich jung. Und jetzt liegen zwischen den Leuten, die da vor euch stehen, die euch ansehen, zu euch aufblicken, mitsingen, euch vielleicht als Vorbilder sehen und euch gefühlt Welten. Wie nimmt man das noch so wahr? Wie fühlt sich das an? Ja, also in erster Linie freuen wir uns riesig jetzt, dass wir im Hallberg und mehr dabei zu sein. Und das ist ja eine coole Sache. Ich wäre froh gewesen, als Schüler damals zum Ferienanfang quasi jetzt auch sowas gegeben. Aber wie gesagt, das ist schon sehr cool und wir freuen uns auch riesig drauf. Also ich glaube, wir haben schon ein bisschen so durchgeguckt und die sind ja alle sehr cool drauf. Also es macht, glaube ich, nachher eine Menge Spaß. Ja. Wenn die euch sehen, dann sind die vielleicht auch so ein kleines bisschen schüchtern. Bei welchen ganz großen Namen geht es euch denn heute, obwohl ihr ja schon im Geschäft seid, genauso? Wo sagst du, Caro, oh, wenn ich den sehe, da werde ich aber auch wieder zum kleinen Mädchen. Eigentlich bei vielen. Also ich meine, bei so Festivals gerade, wenn dann natürlich mehrere Künstler dabei sind, große Künstler dabei sind, sind wir natürlich selber auch so, dass man sagt, oh krass, also so ein großer Künstler, also ich ziehe meinen Hut vor dem und ist natürlich immer so. Also zum Beispiel, dass jetzt heute auch Max Herre da ist, auch ein großartiger Künstler und es geht uns natürlich immer auch so. Da wird Daniel aber nicht eifersüchtig, oder? Nein, doch, okay. Sofort. Ja. Gibt sofort auf wieder, der Stelle. Gibt sofort wieder Ärger. Also daraus schließe ich, ihr seid immer noch glücklich zusammen. Es läuft, das zweite Album ist da, ihr seid in den Charts, Studiobesuche, Konzerte, Festivals. Das klingt so nach Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, eigentlich schon so, oh, kleines bisschen langweilig. Was sind denn so Dinge, bei denen ihr sagt, okay, es läuft alles, alles ist toll, aber irgendwie geht uns das gerade total gegen den Strich? Also es ist super geil, was alles gerade läuft, so, aber es ist auch momentan sehr, sehr anstrengend. Also wir waren jetzt, glaube ich, schon seit 4 Wochen nicht mehr zu Hause und sind eigentlich ständig unterwegs. Die beste Aktion war ja auch, dass wir jetzt eigentlich geplant hatten, 5 Tage unterwegs zu sein, haben dann so für 5 Tage gepackt und dann hieß es so, ihr kommt nicht mehr nach Hause, ihr seid 4 Wochen unterwegs. Genau, dann mussten wir noch zwangsweise ein bisschen shoppen gehen, ein paar Klamotten kaufen. War nicht so schlimm, aber. Auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ist anstrengend, aber andererseits auch wieder cool, man erlebt so viel, man lernt so viele neue Leute kennen und es macht einfach eine Menge Spaß und dadurch das, also wir sind ja auch noch sehr, sehr neu in dieser ganzen Szene und das ist sehr aufregend und das gibt einem echt viel Energie, um das alles irgendwie zu bewältigen, was auch einfach, wie schon auch gesagt hat, das macht einfach eine Menge Spaß. Wie ist das denn? Du hast gesagt, ihr seid ja noch recht frisch, wenn ihr dann auf Aftershow-Partys unterwegs seid, auf Promi-Partys oder heute zum Beispiel Backstage und ihr trefft auf die ganz Großen, die ihr vielleicht selber noch anhimmelt. Gab es da so den einen oder anderen, der schon mal hochnäsig auf euch zugekommen ist? Wer kam euch quer? Also das gab es tatsächlich noch gar nicht. Also man muss ja sagen, das ist, also die Musikwelt ist ja eine kleine Welt. Man sieht sich eigentlich immer wieder irgendwann und die meisten sind eigentlich wirklich super nett. Also auch generell egal, wo wir sind. Also gerade bei Festivals hat man ja immer die Chance, auch andere Künstler kennenzulernen. Und letztens auch mit Christina Stürmer gespielt, die super cool war und mit der wir ins Gespräch gekommen sind. Und also ist auf jeden Fall, macht schon Spaß. Ja. Seht ihr die selber als Vorbilder? Was habt ihr euch von denen schon abgeschaut? Also wir haben ja jetzt gerade mit ihr auch gespielt und ich finde es eine großartige Künstlerin, auch die Songs sind jetzt super und es ist natürlich bei uns immer so, wenn man relativ neu ist, dann sind auch zum Beispiel so Interviews natürlich immer nicht so leicht und man schaut sich dann schon diverse Interviews an von Künstlern, die vielleicht auch schon öfter Interviews gegeben haben als wir und guckt dann so, wie machen die das denn und es ist auf jeden Fall so eine Sache, wo man dann sagt, da informiert man sich davor schon auch ein bisschen. Das heißt, wichtigste Regel, die du dir gemerkt hast? Die wichtigste Regel, immer um die Frage herumschweifen. Immer schön ausweichen. Genau. Vor allem, wenn es dann irgendwie zu intim wird, glaube ich, in diesem Fall auch. Ja, ist ja. Man will ja immer alles so, ja, so rausfinden und kriegen. Aber und es geht dir dann auch untereinander weiter. Du, ich habe jetzt gesehen, die Christina, die macht immer leicht so, das ist ein Zeichen dafür, die hat ein offenes Ohr, die hört zu. Genau. Also, okay. Das Gute bei uns ist ja, ich kann dann einfach Daniel böse angucken und dann muss er die Frage dann weiß er Bescheid. Genau. Oder einfach so rüberwinken. Du winkst, genau, du bist jetzt nämlich auch dran. Du bist auf der Bühne zuständig, nicht nur auch für die Musik mit, sondern auch für das ganze Bling-Bling und abgespacete Zeug, das ihr drauf habt. Worauf achtest du da genau? Generell alles. Also ich meine, muss auch sagen, also Caro und ich machen uns immer sehr, sehr viel Gedanken über die Performance, wie wir sie live einfach umsetzen. Also die Songs im Studio dann einfach schon im Kopf zu haben, okay, wie setzen wir das live um? Und das ist uns einfach wichtig, da nochmal so einen draufzusetzen. Also zu sagen, also was wir gerne machen ist, wir programmieren immer Visuals und LED-Projektionen zu den Songs, also direkt auch zu den Worten, dass natürlich nochmal eine Aussage verstärkt wird durch ein Bild. Und auch generell Licht und die ganze Technik und also wirklich auch mit Effekten spielen live und was einfach so ein bisschen
auch diesen ganzen Live-Producing-Charakter mit aufnimmt, was mir sehr, sehr, sehr gefällt. Und da bin ich auch immer dran, das immer wieder zu optimieren und weiterzumachen. Da habe ich sehr, sehr viel Spaß dran. Also ist er der Nerd. ja, bei euch definitiv, beiden. Definitiv. Also er hat ja auch angefangen, Informatik zu studieren, was ich gar nicht kenne, überhaupt nicht mit Technik. Also ich bin da immer froh, dass wir Leute dabei haben, die sich darum kümmern und dass ich dann quasi nur Künstlerin sein kann auf der Bühne und nicht irgendwie noch technisches Zeug gucken muss. Ich komme auch mit Computern und Technik nicht klar. Aber ich bin ja froh. Also ehrlich gesagt bin ich aber ja E-Mails abrufen geht. Das geht von noch, Mutti. Aber ich bin ja, genau. Aber ich bin wenn ja, Internetzugang bin ja leider ist. Dann so ein bisschen faul geworden, weil ich immer gleich so, Daniel, kannst du mal gucken, check ich nicht. Bist du zuständig in diesem Fall. Ihr seid heute auf dem Heilberg Open Air, aber nach dem Heilberg Open Air ist ja vor dem nächsten großen Konzert. Vielleicht sieht man dann in naher Zukunft auch irgendwelche noch abgefahrenen Sachen bei euch auf der Bühne. Ihr seid viel im Tourbus unterwegs, aber auch recht häufig im PKW. Warum quetscht ihr euch da rein? In so einem kleinen Wagen. Warum macht ihr es euch nicht in so einem großen Bus dauerhaft gemütlich? Wir quetschen uns ja gar nicht im PKW, weil wir meistens im PKW nur zu dritt ganz entspannt fahren. Das ist immer ganz gut. Und wir haben auch schon Nightliner-Touren hinter uns. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind wir gar keine so großen Freunde. Also es ist am Abend immer mal schön, sein Hotelzimmer zu gehen, Tür zuzumachen und für sich zu sein. Und wenn man dann wirklich mal so 2-3 Wochen mit Nightliner auf Tour ist, da bist du halt nie für dich. Das ist so. Und wie gesagt, wir sind da eher so Freunde, ein bisschen kleiner zu reisen, aber dafür dann sein Hotel zu haben. Und was läuft denn bei euch im Auto, wenn ihr selber fahrt? Was macht ihr an? Ach, selber generell viele Bands, die ich cool finde. Also letztens habe ich mir jetzt die ganze Platte von Daft Punk gegeben. Ja. Die aktuelle, super, super Platte. Also die ist sehr, sehr cool. Auch die letzte Justin Timberlake-Platte habe ich mir gekauft. Und also ich höre mir auch immer so quasi die Künstler, die ich selber cool finde. Tim Tinks, einer meiner Lieblingsbands, Mada, das sind so die Bands, die ich gerne höre. Aber insgesamt doch schon recht international dann und gut durchgemischt. Gut, dann dreht das Radio auf. Ich wünsche euch eine gute Fahrt und bis bald. Vielen Dank, dass ihr da wart. Caro und Daniel vom Glasperlenspiel. Das 103.7 Unser Ding, Hallberg Open Air.